Ja, liebe Absolventinnen und Absolventen, ich beginne mit Ihnen gegen das Protokoll. Liebe akademische Würdenträger, liebe politische Prominenz, meine Damen und Herren. Präsident Günther hat mich ja jetzt schon wettermäßig ins Abseits gestellt zu Beginn seiner Veranstaltung hier. Ich bin als Klimaforscher quasi für alles verantwortlich, was wettermäßig schief geht auf diesem Planeten. Und ich könnte Ihnen sogar erklären, warum wir diese Kaltfront im Augenblick bekommen. Es hat tatsächlich mit der globalen Erwärmung zu tun, aber es wird nicht der Schwerpunkt meines Vortrags jetzt sein. Oder haben Sie Lust drauf? Glaub nicht. Da kommen Sie einfach auf den Telegrafenberg, dann kann ich es Ihnen erläutern. Nein, ich habe ja so eine Art Abstract geschrieben für das Buch auch in diesem Fall, mit dem möglicherweise sehr undurchsichtigen Titel Transanthropozän oder Humanismus 4.0. Das will ich aber jetzt ein wenig erläutern. Das ist nicht einfach nur eine Wortspielerei, sondern dass es um große Entwicklungen geht. Natürlich gehört die Erderwärmung dazu, aber der Schwerpunkt meiner Rede heute wird eher das Ringen um die Wahrheit sein. Herr Jacobs hat darauf hingewiesen, Herr Günther weist ständig darauf hin, völlig zu Recht, in diesem Zeitalter der Intoleranz. Und ich werde vor allem auch über Digitalisierung und künstliche Intelligenz reden, weil das ist eine Bedrohung und auch eine Chance, die möglicherweise noch größer ist als alles, was in unserer planetarischen Umwelt geschieht. Aber zunächst mal zum Anthropozän. Mein Freund und Kollege Paul Kurzen hat vor einigen Jahren diesen Begriff geprägt, nämlich dass wir in einem Zeitalter leben, wo der Mensch eine beherrschende geologische Kraft auf diesem Planeten geworden ist. Und das ist in der Tat der Fall. Es gibt inzwischen eine Geokommission, die tatsächlich diskutiert, ob wir die Zeit nach 1950, wo die globale industrielle Produktion geradezu explodiert ist, ob wir diese Zeit umbenennen, offiziell in Anthropozän, nachdem wir das Holozän sozusagen hinter uns gelassen haben. Und ich selbst war beteiligt an einer Arbeit, die wir vor 2 Jahren publiziert haben, mit einem im Prinzip schockierenden Befund, dass nämlich der natürliche Eiszeitzyklus, der etwa alle 100.000 Jahre eine große Vereisung schafft. Übrigens die Seen um Potsdam herum, die 49 Seen und die Hügel, die wir hier haben, inklusive des 92 Meter hohen Telegrafenbergs, sind das direkte Produkt der letzten Eiszeit. Das sind die Endmoränen, die ausgehobelten Seen wie der Sacro See und so weiter. Also die große Landschaftsgestaltung ist hier durch den großen Eisschild erfolgt. In Bayern ist es natürlich anders, da haben die oberbayerischen Seen wurden durch Franz Josef Strauß geschaffen, aber das wissen Sie. Ich komme aus Bayern, ich weiß es ganz genau. Was wir gezeigt haben in unserer Arbeit, die in Nature veröffentlicht wurde, ist, dass dieser Eiszeitzyklus jetzt schon unterdrückt worden ist durch den menschlichen Eingriff. Die nächste Eiszeit, wir könnten das berechnen, würde aufgrund der Orbitalparameter der Erde in 50.000 Jahren eintreten, das wird nicht mehr geschehen. Also die größte Dynamik auf Erden, die wir kennen seit 2,5 Millionen Jahren, ist bereits unterdrückt durch den menschlichen Eingriff. Darum ist der Begriff Anthropozän absolut berechtigt. Aber wir reden natürlich bei der planetarischen Umwelt um viele Destabilisierungen. Der Schwund der Biodiversität, inzwischen reden alle über das Insektensterben, der Verlust von Böden, die Ozeanversauerung, all diese Dinge. Ich habe das in einem Interview mehr oder weniger zusammengefasst, nicht nur in meinem Buch, das in der SZ vor wenigen Wochen erschienen ist. Den Titel, den die Redaktion gewählt hat, den habe ich nicht ausgesucht, der heißt Gegen die Wand, aber genauso ist es gemeint. Ich habe, wie ich hier nach Potsdam kam, habe das Glück, in dem Astrophysikalischen Institut, dem früheren, zu arbeiten in dem Büro, wo die Einsteinschen Feldgleichungen zum ersten Mal gelöst wurden. Und ich habe mich beschäftigt auch mit der Frage damals, gibt es bewohnbare Planeten außerhalb des Sonnensystems?
Und ist es möglich, dass dort intelligentes Leben existiert? Es gibt ein Programm, das seit 50, 60 Jahren ins All hinaus lauscht und versucht, Signale von extraterrestrischer Intelligenz aufzufangen. Wenn man so die politischen Turbulenzen der letzten Tage betrachtet, kommt man zu dem Schluss, dass es möglicherweise keine terrestrische Intelligenz gibt. Jetzt müssen Sie lachen. Funktioniert immer am Schluss. Aber extraterrestrische Intelligenz haben wir auch noch nicht gefunden. Warum? Es gibt da die berühmte Drake'sche Gleichung, wo man Faktor für Faktor ausrechnet, was notwendig ist, um auf einem erdähnlichen Planeten, wie wir damals unsere Forschung gemacht haben, wusste man noch nicht, ob es sicher erdähnliche Planeten gibt. Inzwischen haben wir in der Milchstraße abgeschätzt, dass es mindestens 20 Milliarden davon gibt. Nur in unserer Galaxis. Ja. Und die Drake'sche Gleichung buchstabiert gewissermaßen die Faktoren, die notwendig sind, auf einem erdähnlichen Planeten eine technische Zivilisation hervorzubringen. Und im Prinzip müssten alle erfüllt sein auf vielen dieser Planeten. Dennoch bleibt das All völlig stumm, wir haben nichts gehört. Es gibt aber einen letzten Faktor in dieser Gleichung, das ist die durchschnittliche Lebensdauer technischer Zivilisationen. Und wenn wir da die Zeit 300 einsetzen, 300 Jahre, dann geht die Gleichung auf. Das ist ein ziemlich bedrückendes Ergebnis. Ja, wir haben ja, Herr Günther hat darauf hingewiesen, in Paris 2015 ein Abkommen zur Rettung des Klimas verabschiedet. Von allen Ländern auf dieser Erde, inzwischen haben sich auch Nicaragua und Syrien angeschlossen, dafür ist aber die reichste Nation der Welt wieder dabei auszutreten, die USA, was paradox genug ist in diesem Fall. Und wir sind im Grunde genommen auf einem Weg, die Erderwärmung einzuhegen, in beherrschbaren Grenzen zu halten. Aber dazu muss natürlich jedes Land, das sich dem Pariser Abkommen angeschlossen hat, einen Beitrag leisten. Nicht zuletzt die reiche, wohlhabende, technisch intelligente Bundesrepublik Deutschland. Und es wird natürlich dazu führen, dass wir uns mit der Braunkohle in Brandenburg auseinandersetzen müssen. Nicht? Dazu ist jetzt eine Kommission eingesetzt worden. Ich habe das zweifelhafte Vergnügen, Mitglied dieser Kommission zu sein, das wird viel harte Arbeit und viel Kompromissfähigkeit bedeuten. Aber wir müssen natürlich zu einer sozialverträglichen Transformation etwa des Reviers in der Lausitz kommen. Ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Und wir können das auch wahr machen. Aber das wird nicht mein Hauptthema sein, keine Angst. Mein Hauptthema ist die Wahrheit und was aus ihr werden kann. Und die Wahrheit ist natürlich allgemein ein bisschen aus der Mode gekommen. Ich könnte jetzt ansetzen zu einem längeren Exkurs über die Ideengeschichte in Europa, vielleicht so eine Stunde, aber ich vermute, dann würden mich Sicherheitsbeamte abführen und aus dem Saal zerren, also werde ich das lieber gar nicht erst versuchen, obwohl man in Potsdam trefflich darüber reden könnte. Aber nur zur Erinnerung, die europäische Aufklärung, verbunden mit Namen wie in Frankreich Denis Diderot, Laurent d'Alembert, die Enzyklopädisten, dann in Großbritannien David Hume und James Hutton, der die Geologie begründet hat, in Deutschland natürlich Immanuel Kant und Alexander von Humboldt, Voltaire darf nicht fehlen. Diese Aufklärungsideen des 18. Jahrhunderts sind einem permanenten Erosionsprozess ausgesetzt gewesen. Seither, über die 250 Jahre. Zunächst einmal haben wir versucht, das Ganze ökonomisch umzusetzen. Der Homo economicus, bounded rationality, all die Begriffe, Kontrolltheorie. Und dann hat man sich den Luxus erlaubt zu fragen, gibt es denn überhaupt sowas wie eine Wahrheit? Der Relativismus, Paul Feierabend, Anything Goes und so, das sind sinnvolle Überlegungen, aber sie dürfen nicht dazu führen, dass wir grundsätzlich die wissenschaftliche Methode in Frage stellen und dass wir sagen, es gibt sowas wie eine absolute Wahrheit nicht. Ich meine, jeder, der am Gravitationsgesetz zweifelt, empfehle ich einfach, hier auf das Dach dieses Gebäudes zu steigen und den Flug nach unten anzutreten, in der Hoffnung, dass
1 durch r Quadrat nicht funktioniert in diesem Fall. Bisher habe ich noch niemanden gefunden, der sich freiwillig diesen Test ausgesetzt hatte. Und heute sind wir in einem Zeitalter, wo selbst in Präsidentenpalasten und Palästen die Leugner der Wissenschaft sitzen. Zum Glück gibt es eine Gegenbewegung, selbst aus der Wissenschaft heraus, und kann nur empfehlen, auch Bücher oder Schriften zu lesen, wie von Steven Pinker, Enlightenment Now, oder von Ian Goldin, The Second Renaissance. Die Begriffe kommen zurück, aber die Wissenschaft hat viel zu lange gewartet, dass andere für sie sprechen. Sie muss für sich selbst sprechen. Ja? Sie müssen für die Wissenschaft sprechen, liebe Absolventinnen und Absolventen. Die Ironie dieser Entwicklung ist die folgende: Das Wissenschaftsleugnen, das Verachten der wissenschaftlichen Methodik geht einher und wird sogar befördert durch eine Entwicklung, die wir im Augenblick erleben, nämlich die Beherrschung aller öffentlichen Diskurse durch das Internet, durch die digitale Revolution. Und inzwischen kann sich ja jeder seine eigene Wahrheit basteln, ne, und kann im Internet Glaubensgemeinschaften gründen und findet auch dafür genügend Anhänger in diesem Fall. Das Interessante ist, dass das Internet, das Web, all diese Dinge auf strikt wissenschaftlicher Grundlage geschaffen wurden, ne? Ohne die Gesetze der Physik, ohne die Gesetze der Kombinatorik und so weiter, würde all das nicht existieren. Das heißt, wir haben heute den Luxus, dass wir einerseits die Wissenschaft und insbesondere die Naturwissenschaften verachten und gleichzeitig sie vollumfänglich nutzen. Das ist eine Schizophrenie. Man kann einige Zeit mit Schizophrenie leben, aber auf die Dauer wird das nicht gut gehen. Wenn also die Menschen den Verstand verlieren, ich will den Gedanken einfach weiterspinnen, sollen wir dann nicht die Vernunft bei den Maschinen suchen? Das wäre eine Konsequenz. Ja? Das ist so ein Begriff wie Algorithmic Decision Making. Ja, Herr Günther weiß über das gut Bescheid. Wollen wir nicht unsere Vernunft outsourcen und an Maschinen übergeben? Nicht? Die Lufthansa tut das schon, wenn sie die Tarife erhöht und sagt sie, unser Computerprogramm hat uns das vorgegeben. Nicht? Sie können sich vielleicht noch erinnern, medizinische Entscheidungen, natürlich kann eine Computertomographie besser ausgewertet werden von einem neuronalen Netz als von einem Arzt mit langer Erfahrung, der aber natürlich nicht so viele Daten verarbeiten kann. Und möglicherweise könnten wir auch richterliche Entscheidungen delegieren an Artificial Intelligence Systems. Ja? Dann hätten wir genau das, wonach oft gerufen wird, die absolut objektive Entscheidungsfindung. Ja? Völlig keimfrei, völlig nicht kontaminiert von irgendwelchen Meinungen, Geschmäckern, Vorlieben und dergleichen. Das wird teilweise kommen. Die Frage ist, wie weit wird es gehen, nicht? Und das ist eine völlig neuartige Situation für die Wissenschaft. Es sind die Geister, die wir rufen, und zwar sehr kräftig, getrieben durch alle möglichen Interessen. Aber werden wir diese Geister einhegen können? Ich weiß es nicht. Neuronale Netze insbesondere, und ich habe zufällig als Festkörperphysiker in den 70er Jahren ein bisschen damit herumgespielt, niemals ahnend, dass das diese mächtigsten Werkzeuge werden würden der Zivilisationsgeschichte. Aber worauf wenden wir sie an? Autonomes Fahren, WhatsApp und so weiter, more convenience, mehr Konsum, schnellere Unterhaltung. Also wir werden nicht angewandt auf die großen Menschheitsprobleme wie den Klimawandel. Ganz marginal nur. Wir sollten diese Instrumente da nutzen, wo sie dringend gebraucht werden. Nächste Aussage. Was dagegen mit voller Wucht im Augenblick diskutiert wird, und für die Bundesregierung erstellen wir dazu gerade ein Gutachten, insofern bin ich ziemlich tief in dieser Materie drinnen, das, was man Human Enhancement nennt. Also, man kann Menschen verbinden mit Maschinen, wenn lebenswichtige Organe deformiert sind. Das ist an sich eine gute Sache. Die synthetische Biologie kann inzwischen großartige Dinge tun. Wir können mit Nanotechnologie
möglicherweise irgendwann Sonden in unseren Körper schicken, die nach einzelnen Krebszellen fanden. Das sind alles Dinge, die gut sein könnten. Aber irgendwo ganz hinten am Horizont steht so die Vision von, können wir nicht perfekte, quasi unsterbliche Geschöpfe erschaffen, und zwar durch Design und nicht durch Evolution. Das sind Diskussionen, die wir vor 20 Jahren mit einem leichten Gruseln, wohligen Gruseln über den Rücken diskutiert hätte, aber heute sind das reale Fragestellungen. Und das bringt mich genau zu diesem Begriff, wir sind ins Anthropozän eingetreten, eben, wir sind gerade dabei, es wieder zu verlassen, weil wir möglicherweise den Transanthropos erschaffen, ne? Den verbesserten Menschen, den unsterblichen Menschen, möglicherweise aber auch eine Wesenheit, die uns Konkurrenz machen wird, die uns ersetzen wird. Es gibt noch keinen Namen dafür. Manche von Ihnen haben vielleicht den wunderbaren Roman gelesen von Stanislaw Lem, Solaris, und den Film vielleicht auch gesehen, der Gebrüder Tarkowski, Klassiker. Da könnte man so eine Ahnung kriegen, wie diese Wesenheit aussehen könnte, nicht? Die nicht mal bösartig ist, aber das ist nicht garantiert in diesem Fall. Ich denke, es gibt eine letzte Grenze, die nicht überschritten werden darf, nämlich wir dürfen, was immer geschaffen wird, nicht mit einer Seele ausstatten, mit einem Gebilde aus Emotionen, Selbstwertgefühl und dergleichen. Das ist für mich die letzte Grenze. Ja. Künstliche Intelligenz ist nichts Schlechtes, die wird uns weit überlegen sein, kognitiv bald. Ja. Aber wir sollten den emotionalen Alleinvertretungsanspruch auf Erden bewahren. Was ist zu tun? Nun, die Kräfte der Digitalisierung sollen dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. In unserem Gutachten werden wir vor allem drei Dinge ansprechen. Eine Entschleunigung des Prozesses durch geeignete Prüfinstanzen. Sie können nicht irgendein Medikament auf den Markt werfen, ohne dass es gewissen Tests und Prüfungen unterzogen wird. Sie können aber quasi jede Software auf den Markt werfen. Das muss eingehegt werden. Zweitens, wir brauchen wahrscheinlich sowas wie eine öffentlich-rechtliche Plattform für das Internet, für alle Formen von sozialen Netzwerken und dergleichen, so wie wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland haben. Ich habe einige Jahre in Kalifornien gelebt und nach nichts habe ich mich damals mehr gesehen als nach dem deutschen Fernsehen. Und drittens, ein Emotionsverbot für Maschinen. Darüber können wir noch reden. Ja, die unmittelbare Bedrohung ist aber schon längst da. Ich nenne das da die Digitatur, die Digital Dictatorship. Ja, wenn Sie die Pläne in China sich anschauen, die nicht so böse sind, wie sie transportiert und erklärt werden. Aber im Grunde genommen ist die Versuchung groß, eine Totalkontrolle einer Gesellschaft mit Sozialpunkten und so weiter durchzuführen. Nicht? Das ist die eine Möglichkeit. Stattdessen, glaube ich, sollten wir, und ich glaube, Potsdam ist ein guter Platz dafür, den humanistischen Traum weiterträumen, allerdings mit digitalen Mitteln. Es geht nicht darum, sich dem Fortschritt entgegenzustellen. Es geht darum, ihn nutzbringend für den Menschen einzusetzen. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir einen europäischen Weg dafür finden. Wir haben im Augenblick zwei große Kräfte, die die Digitalisierung nutzen wollen. Das ist, wie gesagt, ein mächtiger, übermächtiger Staat, der seine Bürger zu guten Bürgern erziehen will und das mit digitalen Mitteln. Und wir haben, wie in den USA, einige hundert digitale Oligarchen, die marktgetrieben natürlich den Fortschritt voranbringen. Und dazwischen müsste es eine Digitalisierung geben, eine europäische Digitalisierung in unserer Tradition durch die Zivilgesellschaft, für die Zivilgesellschaft. Eine freiheitliche Digitalisierung. Ich glaube, dass das möglich ist. Ich komme fast schon zum Schluss und habe möglicherweise meine Rednerzeit gar nicht voll ausgeschöpft, aber das wird man mir verzeihen. Schon
Sprechen wir also vom Humanismus 4.0. Das ist natürlich erstmal eine ironische Anspielung auf Industrie 4.0. Wenn Sie bei Google eingeben, und auch ich tue das manchmal, irgendwas 4.0, dann finden Sie tausende von Einträgen. Irgendwann wird 5.0 kommen und wie auch immer, ist es eigentlich ein albernes Spiel. Ja? Aber warum Humanismus 4.0? Weil es tatsächlich drei große zivilisatorische Schübe in Europa gegeben hat. China hat seine eigenen Schübe gehabt, Indien hat die Null erfunden, was eine der größten Leistungen, Herr Günther, nicht wahr, der Menschheitsgeschichte ist. Dadurch konnten wir erst vernünftig anfangen zu rechnen. Und Ramanujan war wahrscheinlich der genialste Mathematiker, der jemals gelebt hat. Aber Europa hat seine eigenen Aufgaben erfüllt. Und die drei großen Schübe waren die klassische Antike. Ich hatte letzte Woche das Glück, im Akropolis-Museum mit drei von griechischen Politikern und Wissenschaftlern zu diskutieren. Das ist schon beeindruckend, wenn sie durch das Museum gehen. Ne? Und was innerhalb von 3-4 Jahrhunderten dort geschafft und geschaffen wurde, wofür dann später Europa 1500 Jahre brauchte, um das wenigstens zu kopieren, ist ganz unglaublich. Zweitens die Renaissance, die genau die Antike zurückbringt, auf sehr komplizierte Weise über die Besetzung von Konstantinopel durch die Türken, sind absolut verschlungene Wege, und schließlich die Aufklärung, nicht? Und die ist in Potsdam allenthalben zu spüren, genauso wie die Toleranz. Wir haben ja gleich das große Vergnügen, den Toleranzpreis zu übergeben. Ich bin Mitglied der Jury, das ist eine meiner liebsten Tätigkeiten, muss ich sagen, nicht? Und Vernunft und Toleranz gehören einfach zusammen, auch wenn es viele gibt, die glauben, es ist vernünftig, intolerant zu sein. Das ist es nicht. Jetzt könnten Sie klatschen. Dankeschön. Nein, mir ist das persönlich auch wichtig. Wir haben also diese drei großen Zivilisationsschübe gehabt und muss ein vierter folgen, meiner Ansicht nach dringend, wenn die Menschheit nicht entweder pervertieren wird oder ganz zugrunde gehen. Und Sie, die Absolventinnen und Absolventen, natürlich auch der Oberbürgermeister und die Abgeordneten und so weiter, aber Sie, die junge Generation, die meines Erachtens eine hervorragende Ausbildung an einem wunderbaren Ort hier genossen haben. Sie müssen Teil dieses Schubs sein. Sie müssen dem Ganzen Schubkraft geben. Und Sie sollen das anwenden, was Sie gelernt haben. Aber vor allem, das würde ich mir wünschen, und das wünscht sich auch Herr Günther, das weiß ich, und Herr Jacobs, Sie sollten vor allem Haltung zeigen. Ich danke Ihnen.